Vom Einkaufen kommt man oft mit jeder Menge Plastiktüten nach Hause. Und genauso oft benutzt man die nur einmal und wirft sie dann in die Tonne. Viel zu schade und viel zu viel Müll. Warum nicht mal ausgefallene Kunstwerke daraus machen? Und ich zeige euch, wie ihr stinklangweilige Plastiktüten für eure Bilder verwenden könnt. Überlegt mal, an was euch diese Tüte hier erinnert. Vielleicht an einen Fallschirm? Zeichnet zuerst wie gewohnt ein Bild mit Bleistift vor. Das hier wird ein cooler Fallschirmspringer mitten im Sprung. Die Arme hat er weit nach oben gestreckt. Und er trägt einen Helm und eine große Schutzbrille. Hier oben kommt sein Fallschirm hin. Weil sich während des Sprungs die Luft in seinem Inneren fängt, ist er richtig prall gefüllt. Hier in die Mitte zeichne ich eine Strebe ein. Den Fallschirm und den Anzug des Springers schneidet ihr vorsichtig aus. Lasst auch beim Springer ein paar Streben. Als nächstes malen wir alles bunt an. Den Himmel mit einem dicken Pinsel komplett hellblau. Den Helm schwarz. Die Handschuhe dunkelblau. Ihr nehmt natürlich die Farben, die euch am besten gefallen. Die Streben mache ich rot. Wenn die Farben getrocknet sind, könnt ihr mit einem wasserfesten dünnen Filzstift alle Linien nachziehen. Euer Bild sieht jetzt so aus. Hier der Springer und über ihm sein Schirm. Und ihr werdet gleich sehen, für was die Streben gut sind. Fehlt noch das Wichtigste, die Plastiktüten. Am besten nehmt ihr welche in schönen Farben. Und weiter geht's. Fangen wir mit dem Springer an. Bild auf die Rückseite drehen und eine Tüte in der richtigen Größe raussuchen. Wichtig ist nur, dass sie etwas größer ist als der ausgeschnittene Bereich. Klebt sie erst in einer Ecke fest und geht dann außenrum. Schiebt sie dabei ein bisschen zusammen, sodass die Tüte ganz locker sitzt. Wenn ihr jetzt das Bild wieder umdreht, könnt ihr seinen Anzug etwas auswölben und er bekommt eine tolle Form. Weil der Fallschirm zwei Hälften hat, könnt ihr ihn in zwei Farben machen. Für die eine Seite nehme ich eine lilafarbene Tüte. Erst wieder zuschneiden und dann gebauscht festkleben. Die andere Seite mache ich blau. Achtet darauf, dass ihr den Rand wirklich rundherum festklebt. Von hinten noch vorsichtig rausdrücken. Perfekt. Damit der Schirm nicht wegfliegt, bekommt er noch echte Leinen. Dafür klebe ich einfach passende Schnurstücke als Verbindung zwischen den Springer und den Fallschirm auf. Und es sieht doch wirklich so aus, als würde sich der Wind im Fallschirm fangen. Ich habe mein Tütenbild noch auf ein Stück Pappe geklebt und den Rand andersfarbig angemalt. Das bringt das Bild nicht nur besser zur Geltung, sondern verhindert auch, dass sich die Plastiktüten auf der Rückseite lösen. Auf die gleiche Art und Weise könnt ihr natürlich die unterschiedlichsten Motive machen. Schaut mal, wie gefällt euch dieser Clown? Er trägt einen dick aufgeplusterten roten Anzug aus Plastiktüten und er ist schon geschminkt für die nächste Kostümparty. Dort ist übrigens auch schon diese junge Dame eingeladen. Sie trägt ein elegantes Kleid in Müllsackblau mit tollen, bauschigen Puffärmeln. Probiert's einfach mal aus und bastelt euch ausgefallene Tütenbilder. Schau Art Attack im Disney Channel.